Heute gibt es Pilates in deutscher Sprache für alle, die schon immer mit mir Pilates gemacht haben und nur Deutsch sprechen. Und natürlich auch alle hier in Deutschland, für die manchmal es schwieriger ist, in englischer Sprache den Videos zu folgen. Also, wir fangen auf der Matte an und strecken erstmal den Körper lang. Dann nehmt ihr die Hände in die Hüfte und winkelt beide Beine an, sodass die Knie parallel sind und auf einer Höhe. Ihr bringt den unteren Rücken in den Boden, haltet und kommt gleichmäßig zurück und macht ein kleines Hohlkreuz. Langsam den unteren Rücken in den Boden und wieder ein leichtes Hohlkreuz. Der untere Rücken geht in den Boden und wieder zurück. Und noch einmal den unteren Rücken in den Boden und wieder zurück. Jetzt findet ihr die Mitte von diesen Positionen, sodass die Hüftknochen und das Schambein auf einer Höhe sind. Das ist unser neutrales Becken. Das ist ganz wichtig. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Ihr nehmt die Hände hinter den Kopf, Ellenbogen weit. Wir heben den Kopf leicht an und bringen das Kinn so ein klein wenig in das Brustbein. Und ihr spürt erstmal das Gewicht des Kopfes. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht am Kopf ziehen. Ihr atmet ein. Mit dem Ausatmen hebt ihr den Oberkörper an, spannt den Bauchnabel wirklich an, beziehungsweise zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule und kommt langsam wieder nach unten. Ausatmen, wir gehen nach oben, halten und gleichmäßig zurück. Ausatmen nach oben, wir halten und gleichmäßig zurück. Und nochmal aus den Bauchmuskeln hebt ihr den Oberkörper und kommt zurück. Versucht die Schulterblätter ein bisschen mehr anzuheben und wieder zurück. Ausatmen nach oben, wir halten und zurück. Ausatmen nach oben, halten und zurück. Letzten zwei nach oben und zurück. Und beim nächsten Mal bleiben wir oben halten. Das Becken ist absolut still. Ihr streckt die Arme, haltet. Nehmt die Hände hinter die Oberschenkel, zieht den Oberkörper hoch und denkt daran, dass der Bauchnabel tief zur Wirbelsäule zieht. Streckt wieder die Arme, nehmt die Hände hinter den Kopf und erst jetzt geht der Oberkörper nach unten. Ausatmen, wir heben hoch. Die Hände gehen hinter die Oberschenkel. Wir gehen hoch, strecken die Arme, Hände hinter den Kopf und langsam ablegen. Ausatmen, hoch. Wir ziehen uns noch ein Stückchen höher. Herausforderung der Bauchmuskeln und wir nehmen die Hände hinter den Kopf wieder zurück. Ausatmen, hoch. Haltet euer Becken still. Zieht den Bauch zur Wirbelsäule, streckt die Arme, Hände hinter den Kopf. Und wir machen das noch einmal. Wir gehen nach oben. Eine fließende Bewegung. Wir ziehen uns hoch, strecken die Arme, Hände hinter den Kopf, zurück. Und jetzt könnt ihr mal langsam den Kopf hin und her bewegen. Und das rechte Bein anheben. Ganz wichtig ist, dass beim Anheben die linke Hüfte stabil bleibt und das Bein 90 Grad hat. Ihr geht langsam runter und hoch, aus der Hüfte nach unten und hoch und nach unten und hoch und nach unten, hoch noch 4 und hoch und 3, hoch 2, hoch. Letztes Mal hoch halten, zieht hier noch ein bisschen mehr die Rippen rein. Dann könnt ihr das Bein nach unten nehmen. Linkes Bein, Tabletop in Englisch, Tischplattenposition in Deutsch. Und langsam runter und hoch. Und der Oberkörper still. Meine Hände sind nur auf den Rippen, damit ihr merkt, dass die Rippen nicht nach oben gedrückt werden, sondern ihr wirklich den ganzen Bauch, die Bauchmuskeln angespannt haltet. Noch 4. Und 3. Und 2 und 1. Wir halten. Wir lassen das linke Bein oben.
Nimm die Hände wieder hinter den Kopf. Atmen ein, ihr hebt den Oberkörper an und zieht euch richtig hoch. Die Bauchmuskeln müssen mit euch sozusagen sprechen, also ihr müsst wirklich an eurem höchsten Punkt sein. Dann strecken wir das linke Bein lang bis zu den Zehen, zurück. Wir strecken das Bein lang, zurück, der Oberkörper ist still. Und zurück, wir strecken lang, zurück, ausatmen, strecken, zurück, ausatmen, strecken, zurück und noch vier. Oberkörper bleibt oben, noch drei, zurück, noch zwei, zurück, das letzte Mal. Wir nehmen das Bein rein, kommen noch ein Stückchen höher. Denkt daran, dass der Kopf entspannt in euren Händen liegt. Ihr nehmt das Bein nach unten, das rechte Bein nach oben halten. Wir strecken das Bein raus, zurück, ausatmen, strecken, zurück, ausatmen, strecken. Zurück, ausatmen, langziehen, Oberkörper bleibt oben, noch vier, zurück, wir strecken drei, zurück, wir strecken zwei, zurück, wir strecken eins und halten. Bauch anspannen, wieder ein Stückchen höher, ihr nehmt das linke Bein dazu, haltet, langsam das rechte Bein raushalten und zurück, strecken das linke Bein raus. Zurück, wir strecken das rechte Bein, zurück, ausatmen, links, haltet den Oberkörper, die Bauchmuskeln müssen arbeiten, zurück, wir strecken wieder, zurück, gleichmäßig raus und zurück und noch dreimal und halten und noch zwei, zurück, letztes Mal, wir strecken, zurück, bleiben oben, nehmen den rechten Fuß runter. Und hoch, links, hoch, rechts, halte den Oberkörper und nach oben und nach unten, hoch und noch drei, hoch und noch zwei, hoch, letztes Mal, wir halten, kommen noch ein Stückchen höher, nehmen die Beine nach unten und entspannen den Oberkörper, die Knie gehen zusammen. Ihr bringt die Beine nach rechts und haltet die auf der rechten Seite. Gerade gehen wir über die linke Hüfte hoch. Das sind eure schrägen Bauchmuskeln. Kommt wieder nach unten. Wir heben hoch. Zurück, ausatmen, hoch. Zurück, ausatmen, hoch. Und runter. Wir machen das noch vier. Zurück. Und noch drei. Zurück. Heben hoch. Zwei. Zurück, letztes Mal, wir bleiben oben, kleine Bewegung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, halten, kurze Pause, wechseln die Beine gehen nach links und ihr hebt den Oberkörper über die rechte Hüfte gerade hoch, haltet und zurück und mit den schrägen Bauchmuskeln hoch. Und wieder runter, wir heben hoch und runter, wir heben hoch, zurück, wir heben hoch, zurück, wir heben hoch, vier, zurück, heben hoch, drei, zurück, letzten zwei, zurück und mit der eins geht ihr ein Stückchen höher, haltet, denkt an eure Bauchmuskeln, kleine Bewegung hoch, eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, haltet, kommt nach unten, bringt die Füße zurück, hüftbreit und nehmt die Arme neben den Körper. Handflächen zum Körper, die Brust ist geöffnet. Ihr bringt den unteren Rücken in den Boden für die Brücke. Rollt euch hoch, massiert eure Wirbelsäule, spannt den Po an, haltet und rollt euch vom oberen Rücken nach unten den mittleren, den unteren Rücken und entspannen. Ausatmen, den unteren Rücken zuerst, den mittleren, den oberen Rücken, den Po anspannen, wir halten und gleichmäßig wieder nach unten rollen und lösen. Ausatmen, den unteren Rücken, mittleren, oberen Rücken, den Po anspannen und halten. Spürt die Länge in eurem Körper und rollt euch runter.
Die Füße, die Beine sind parallel und ihr arbeitet mit der Wirbelsäule wieder langsam nach oben. Wirbel für Wirbel, so sagte das Josef Pilates, und wir halten für einen Moment und dann rollt ihr euch nach unten. Pelvic Curl in Englisch, also die Brücke. Da haben wir zwei verschiedene Brücken im Pilates, diesmal machen wir halt diese rollende Brücke sozusagen. Halten, Po anspannen und gleichmäßig wieder nach unten rollen. Letzten zwei, ihr rollt euch hoch, Wirbel für Wirbel, spannt den Po an und wir ziehen uns kräftig nach oben und rollen uns langsam nach unten. Und das letzte Mal, wir rollen uns hoch und diesmal bleiben wir oben und halten. Denkt dran, dass wirklich der Po fest angespannt ist, dass ihr es nicht im Rücken zieht. Halte, die Knie sind parallel, ihr nehmt die Arme hoch. Öffnet die Arme zur Seite, atmet ein, ausatmen zur Mitte. Wir atmen ein, ausatmen zur Mitte. Wir atmen ein, ausatmen Mitte. Letztes Mal, wir öffnen, ausatmen Mitte, wir halten. Rollen uns langsam nach unten und entspannen den Rücken. Strecken kurz mal die Beine, entspannen die Arme, kurz mal ausschütteln. Und dann legt ihr euch auf die Seite, Kopf entspannt, die Füße mit dem Po in einer Linie. Hier spannt ihr wieder an, Hand in die Hüfte. Wir öffnen das Knie für unsere Auster, so heißt die Übung, und wieder zurück. Und heben, die Hüfte ist stabil. Zurück, wir heben hoch, zurück, gut in den Po reindrehen. Das ist eine gute Übung für die Hüftmobilität. Und heben, zurück. Und noch vier. Wirklich stillhalten. Also hier bleibt still, wo meine Hand ist. Und dann dreht ihr das Bein nach oben und raus. Letztes Mal, wir halten auch hier kleine Bewegungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halten und lösen. Strecken die Beine lang, leicht nach vorn und beide Beine schweben. Wer kann, hebt den Arm. Wem das zu viel wird, der kann die Hand einfach ganz leicht hier ablegen. Aber nur leicht, also nicht festgedrückt. Ihr hebt das obere Bein hoch, streckt das Bein und haltet. Kommt wieder nach unten. Hebt hoch, streckt das Bein und zurück. Wir heben hoch, halten. Zurück, wir heben hoch und runter. Gerade hoch und runter. Heben hoch, vier und runter. Heben hoch, drei und runter. Gestreckt. 2, zurück, fließende Bewegung, 1 und beide Beine zusammen. Wir heben beide Beine hoch und runter, heben hoch und runter und nochmal zurück, gerade hoch, zurück, wir heben hoch 4, zurück, wir heben hoch 3, zurück, wir heben hoch 2, zurück, das letzte Mal bleiben oben. Das obere Bein geht höher. Ihr haltet beide Beine gestreckt. Jetzt zieht das untere Bein nach oben und runter und hoch. Das ist der Innenschenkel, der muss arbeiten. Der Rest des Körpers ist total stabil. Und wir machen das noch viermal. Zurück, gestreckt hoch, drei. Zurück und strecken, zwei. Ja, letztes Mal, wir halten, ziehen die Beine lang. Und nehmen beide Beine zusammen nach unten, oberes Bein anwinkeln. Dann das gleiche auf der anderen Seite, einmal rumdrehen. Und die Knie anwinkeln. Wieder Füße mit dem Po in einer Linie. Hand in die Hüfte, Bauch, Grundspannung. Ihr öffnet das Knie, haltet, zieht in den Po und wieder zurück. Wir öffnen, halten. Kommen zurück, wir öffnen, halten, zurück, wir öffnen, halten und runter, öffnen, 4, zurück, wir öffnen, 3,
zurück, tief in die Hüfte reindrehen. Und das letzte Mal, wir bleiben oben halten. Bisschen mehr Bauchspannung halten. Kleine Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halten. Kommt zurück auf die Matte. Strecken beide Beine leicht nach vorne. Spürt die Länge in eurem Körper. Hebt beide Beine an. Lang ziehen. Hier wieder Bauchspannung. Dann hebt ihr den Arm. Für wen das zu schwierig wird oder zu wackelig, der kann leicht die Hand nach unten nehmen. Von da aus heben wir das obere Bein hoch, ziehen es lang und kommen lang wieder nach unten. Das untere Bein bleibt gestreckt und schwebt über dem Boden und wieder nach unten. Gleichmäßig nach oben ziehen und wieder nach unten. Beide Hüftknochen zeigen nach vorn und wieder zurück. Wir heben hoch, halten. Und wieder zurück. Wir heben hoch und nach unten. Letzten zwei. Und runter noch einmal. Und beide Beine zusammen. Ihr hebt beide Beine hoch, haltet. Zurück. Denkt dran, ihr hebt, sodass ihr merkt, als wäre hier eine Ziehharmonika. Und runter, heben hoch. Und runter, heben hoch. Und runter, heben, hoch. Das sind wieder die Obliques, die schräge Bauchmuskulatur. Und heben, zurück, Bauch anspannen, heben. Stabilität im oberen Körper, ja. Und wir machen das noch zweimal hoch und runter. Letztes Mal, ihr bleibt oben, streckt die Beine. Das obere Bein geht ein Stückchen höher, halten. Das untere Bein zieht hoch. Und runter und hoch, runter und hoch, runter und hoch, runter und 4 und 3 und 2. Letztes Mal zieht die Beine lang, streckt beide Beine noch ein bisschen weg von eurer Mitte und dann bringt ihr die Beine zusammen, das obere Bein faltet nach vorn und ihr entspannt für einen kurzen Moment. Sehr schön. Wir legen uns auf den Bauch für unsere Pilates Cobra. Die Beine sind leicht auseinander. Die Arme neben den Körper. Schultern nach hinten. Ihr öffnet das Brustbein, zieht den Bauch zur Wirbelsäule und hebt den Oberkörper an für die Cobra. Halten. Gleichmäßig wieder runter. Wir heben den Oberkörper. Halten. Und zurück. Die Kraft kommt aus dem Rücken. Ihr lasst den Nacken lang. Also in dieser Position heben und wieder zurück. Wir öffnen den Brustkorb, ziehen die Schulterblätter nach hinten und wieder zurück. Ausatmen, heben, hoch, halten und gleichmäßig runter. Noch zweimal hoch, Schultern nach hinten. Und ablegen, das letzte Mal nach oben ziehen. Wir halten und wieder nach unten. Gönnt euch eine kleine Pause nach hinten und zieht den Rücken raus. Und wir kommen zurück. Diesmal wieder in die gleiche Position. Und die Arme gehen neben den Körper. Basic Back Extension in Englisch. Die Arme sind lang. Ihr öffnet den Brustkorb und zieht Ober- und Unterkörper hoch. Streckt die Arme, zieht euch richtig raus. Und gleichmäßig runter. Ausatmen, wir heben uns hoch, strecken uns lang und wieder zurück. Ausatmen, hoch. Lang ziehen, halten, streckt die Arme ein bisschen mehr, sodass die genauso arbeiten müssen. Und wieder zurück. Zieht euch höher, spürt die Länge in euren Beinen, der Po ist angespannt. Und nach unten. Letzten zwei nach oben, wir halten. Und wieder zurück. Und noch einmal, zieht euch hoch, streckt die Arme.
Länge bewahren und ablegen und kurz mal entspannen. Gut, wir nehmen gleich die nächste Bewegung. Unser Schwan, für jeden, für den der Schwan ein bisschen zu viel wird, der bleibt bei der Kobra. Wir fangen mit der Kobra an. Das ist die Position bis hierher. Okay, wenn euch das ausreicht, bleibt hier. Ansonsten könnt ihr langsam mit dem Oberkörper hochgehen, die Schulter nach hinten ziehen und gleichmäßig wieder zurück. Atmen ein. Wir heben hoch, Schulter nach hinten, wir halten, öffnen und gleichmäßig wieder zurück. Noch zweimal. Ausatmen hoch, Schulter nach hinten, spürt die Länge, spürt den Oberkörper wieder dehnt und dann langsam zurück. Ein letztes Mal und wir öffnen. Die Arme machen wenig mit. Ihr versucht mit dem Rücken euch hochzuziehen und gleichmäßig zurück und setzt euch nach hinten. Dehnt euch raus. Wieder schön strecken, halten. Und dann rollen wir uns hoch, setzen uns hin. Ziehen die Beine lang. Ups, jetzt ist mein Kopf weg. Jetzt muss ich kurz mal ein bisschen anheben. Genau. Selbst ist die Frau. So ist doch viel besser. Wäre ja nicht schön, wenn ihr nur meinen Kopf, wenn der abgeschnitten ist. Beine vor, gerade sitzen. Findet euren unteren Rücken. Ich sage das immer wieder, weil oft bei dieser Bewegung dieses gemacht wird. Ne? Versucht gerade zu sitzen und jetzt hier, wo meine Hand ist, euch nach hinten zu rollen und zu halten. Die Innenschenkel bleiben zusammen. Und dann rollt ihr euch hoch, streckt die Wirbelsäule. Langsam nach hinten wir halten und gleichmäßig hoch und strecken. Und langsam nach hinten wir halten und gleichmäßig hoch und strecken. Und gleichmäßig nach hinten wir halten und gleichmäßig wieder hoch. Letzten zwei wir halten und gleichmäßig hoch. Noch einmal und jetzt bleibt ihr hier, zieht den Bauch zur Wirbelsäule, haltet, Innenschenkel sind zusammen. Ihr rollt euch langsam auf die Matte, die Arme gehen nach hinten, ihr spürt die Länge. Wir rollen uns langsam hoch, Bauch zieht zur Wirbelsäule, kleine Veränderung, wir dehnen nach vorn. Rollen uns langsam nach hinten, unterer, mittlerer, Oberrücken und ihr streckt euch. Atmen ein, langsam hoch, der Bauch zieht zur Wirbelsäule, strecken, halten. Gleichmäßig runter, der Bauchnabel ist tief drin und ihr streckt. Atmen ein, langsam hoch, Bauch zieht zur Wirbelsäule, wir dehnen und langsam wieder zurück und entspannen. Wir atmen ein, langsam nach oben ziehen, wir halten, langsam wieder zurück. Und lang ziehen. Wir atmen ein, langsam nach oben, Bauch rein, wir dehnen, halten, langsam wieder zurück. Und dann schaffen wir noch einmal, wir atmen ein, langsam hoch und wir dehnen nach vorne, halten, kommt zurück, gleichmäßig auf die Matte und entspannt. Winkelt die Beine an, findet eure neutrale Position, die Rippen sind drin. Hände hinterm Kopf, Ellenbogen weit. Atmen ein, Chestlift wieder und ihr haltet. Dreht den Oberkörper nach rechts, zurück, nach links, zurück, nach rechts. Und wichtig dabei ist, dass ihr wirklich aus der Taille dreht. Die Knie und das Becken ruhig haltet
Und jedes Mal, wenn ihr zurückkommt, versucht die Höhe zu halten. Wir drehen zurück. Wir drehen zurück. Wir drehen zurück. Wir drehen zurück. Noch zweimal tief in die Seite zurück. Letztes Mal zurück zur Mitte halten und ablegen. Kurz mal entspannen. Nehmen die Hände in die Hüfte, rechtes Bein hoch, Rippenbauch rein, linkes Bein mit hoch. Jetzt geht ihr langsam mit dem rechten Fuß runter und hoch, linkes Bein runter. So ähnlich, was wir am Anfang gemacht haben. Wichtig ist, dass ihr mit den Bauchmuskeln wirklich haltet und somit den Rücken unterstützt. Rechtes Bein hoch, linkes Bein hoch, noch vier. In diesem Tempo und 3, hoch und 2, hoch, letztes Mal, halten, rechtes Bein leicht nach unten, wir wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nochmal und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, letzte Runde und 1, 2, Bauch anspannen, 3, 4, 5, 6, 7, wir halten, nehmen beide Knie nach oben, dann in die Brust und dehnen den unteren Rücken. Füße aufstellen, Arme neben die Hüfte, wir rollen in eine Brücke hoch und halten die perfekte Brücke, heben das rechte Bein in unsere Tabletop Position und bewegen den Fuß runter, während die linke Pobacke hält. Und 3, hoch und 4, schön stillhalten, 5. Letztes Mal, wir halten, Bein ablegen, das linke Bein anheben und 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, wir halten, Bein ablegen, halten, gleichmäßig nach unten rollen. Ihr nehmt das rechte über das linke und zieht das linke Bein zu euch, dreht das rechte Bein raus. Eine gute Dehnung für den Po, für die Hüfte. Also versucht wirklich das rechte Bein aktiv rauszudrehen. Lösen, wir wechseln die Seite und wir halten, ziehen oder drehen das linke Bein raus. Noch ein bisschen rausdrehen, bitte. Und dann langsam zurückkommen. Die Knie kommen nochmal in die Brust. Ihr rollt euch zur einen Seite, kommt nach oben und setzt euch hin. Beine anwinkeln, halten. Wir heben die Arme hoch, strecken uns zur Decke und kommen nach unten. Drehen uns zur einen Seite. Strecken den Rücken, schauen über die Schulter. Kommen zurück, ziehen die Arme wieder zur Decke. Und genauso zur anderen Seite. Streckt den Rücken, schaut über die Schulter. Und wieder zurück. Hebt die Arme noch einmal. Geht nach unten, schüttelt den Rücken, schüttelt die Schultern. Ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt. Und wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr das Video macht. Und bis bald. Tschüss, eure Birgit.